Ich erspare mir jetzt jegliche Art von Vorwürfen, nachdem das jetzt der dritte Anlauf ist, wo offensichtlich nicht sein soll, dass du dieses Wissen kriegst, starte ich in das Wesentliche ein. Immer daran denke ich, erkläre es den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Alles andere habe ich in 1000 Variationen schon erklärt. Es geht um die Autoritätshörigkeit. Das soll einmal unser Thema sein. Und da mischen wir ein bisschen, ich tue gleich einen Bildschirm einbrauen. Ich hoffe ja mal, jetzt muss ich schon wieder sagen, ich hoffe, ich rede jetzt nur als Brüssel-Udo. Das hängt jetzt nämlich von dir ab, ob das läuft oder ob es nicht läuft. Ob du das zu sehen bekommst oder nicht zu sehen bekommst, hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Und ich übertrage jetzt hier mal einfach den Bildschirm. Und da habe ich meinen großen Freund. Mir geht es um Autoritätshörigkeit, dass wenn du selber denken würdest, wenn ich immer wieder behaupte, ich beweise dir, dass in Physikbüchern nahezu auf jeder Seite so eklatante Fehler und Widersprüche drin sind, dass selbst ein 13-Jähriger würde sich eigene Gedanken machen. Die Betonung liegt auf eigene Gedanken machen. Dass jedem 13-Jährigen die Haare zu Berge stehen, dass er sich fragt, wie kann eigentlich eine sich selbst intelligent, geistreich denken könnende Menschheit hier datenlos sich das anhören, ohne zu fragen, kannst du es überhaupt geben? Es ist ein einziges GF. Ich starte hier bei 25 Sekunden ein. Ich kann übrigens tausende von Videos nehmen, alles, was die Lebensberater, alles, was in dir auftaucht, es sind einfach nur Gedanken. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Deine Informationen erlebt kein anderer und die bauen auf deinem Intellekt und den Interpretationen von dem, was ich als Reizauslöser dir reinlaufen lasse. Wenn ich jetzt sage, ich starte bei 25, das ist ja unser schöner Pythagoras. Es geht jetzt um einen Pythagoras, den wir vom Hören sagen können, wenn du eine gewisse deutsche Schulbildung hast. Das ist dieses 3-Quadrat plus 4-Quadrat ist 5-Quadrat. Und dieses 5-Quadrat ist zwangsläufig Wurzel 5 in der Diagonalen und das ist plus 5 minus 5 und das ist Jahwe. Und wir lassen ihn jetzt einmal laufen und jetzt hören wir genau zu, was dieser Herr Professor dir erzählt. Das physikalische Nichts. Was soll man sich darunter vorstellen? Wir nehmen ein Kubikzentimeter Universum und schauen uns an, was ist da drin? Na, da sind Teilchen drin. Hier auf der Erde zum Beispiel, in einem Kubikzentimeter Luft zwischen 10 hoch 19 und 10 hoch 20 Teilchen. Das also gut, wir nehmen einen Kubikzentimeter Universum, weil unser Universum ist ja angeblich, obwohl du das Wort Universum hast, ein in eins gekehrtes, du bist ein träumender Geist und du bist immer im Meer, El Hayom, Gott das Meer, B. Roshid Ara El Hayom, inmitten dieses Kopfes erschafft Gott das Meer seine Gedankenwelt. Wird etwas aufgebaut, hingestellt. Korrekte Übersetzung. Kann man jeder überprüfen, muss bloß aber das Buch in die Hand nehmen. Was jetzt interessant ist, du denkst dir jetzt einen Kubikzentimeter Universum, er meint einfach die Luft jetzt. Hier auf der Erdoberfläche, wir sagen mal einen Meter über der Erdoberfläche, greifst du aus dem Raum einen Kubikzentimeter, sprich ein Zentimeter mal ein Zentimeter mal ein Zentimeter, den du dir jetzt vorstellst, greifst du heraus, ja, was ist da drin? Du hast da mal nichts, du siehst ja nichts. Das ist das, was ist. Was du siehst, ist diese Vorstellung. Du siehst immer nur deine Information. Das heißt, dieser Kubikzentimeter, den du dir jetzt herausgeschnitten auf deiner Verabrede in den Raum rein denkst, ist jetzt erst einmal Luft drin. Jetzt wissen wir, Luft wissen wir. Warum wissen wir das? Weil man es uns erzählt hat, dass Luft ja hier ein Gasgemisch ist. Das besteht aus 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% Edelgase. Und das wiederum, diese Gase bestehen aus Atome und die Atome bestehen aus Protonen und Elektronen. All dieses ganzen Kack, den äffst du genauso noch wie er. Aber was jetzt wichtig ist, ist die Behauptung, dass in diesen Kubikzentimeter zwischen 10 hoch 19 und 10 hoch 20 Teilchen sich befinden. Ist schon sehr interessant. Wer hat es eigentlich gezählt? Wer hat es gedeckt? Diese Teilchen zieht keiner. Es ist schlichtweg und einfach eine aus der Luft gegriffene Behauptung. Ich sage alles, was Mikrokosmos, makrokosmische Behauptungen sind und irgendeine Vergangenheit, die du jetzt denkst, weil man es dir erzählt hat, egal welche Vergangenheit, die du nicht beschwören kannst, weil du sie nicht selbst erlebt hast, ist komplett austauschbar. Würde er jetzt sagen, das sind 10 hoch 8 Teilchen oder 10 hoch 27 Teilchen drin, würdest du das genauso nachäffen?
So wie er das nachäfft, was man ihm erzählt hat. Natürlich mit einem gewissen logischen System, wie man das angeblich berechnet hat. Ist schon mal eine sehr interessante Erfahrung. Lass uns das nochmal starten. Das physikalische Nichts. Was soll man sich darunter vorstellen? Wir nehmen ein Kubikzentimeter Universum und schauen uns an, was ist da drin? Na, da sind Teilchen drin. Hier. Wer hat es überhaupt angeschaut? Es ist die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit, was dir dieses Pixelmännchen jetzt demonstriert, weil es nicht selber denkt, sondern einfach bloß nachäfft und du äffst die Kacke genauso nach, wenn du am Stammtisch sitzt und dann, was du alles weißt. Der Erde zum Beispiel in einem Kubikzentimeter Luft zwischen 10 hoch 19 und 10 hoch 20 Teilchen. Mach dir das einmal klar, er redet von Teilchen in einer Größenordnung, das ist eine 10 mit 20 Nullen dran. Selbst wenn du das sehen könntest, weißt du, wie lange du brauchst, die zu zählen? Da hier unten? Eine ziemlich große Zahl. Jetzt könnten wir ja die Teilchen alle mal rausnehmen, und zwar bis auf eines. Bis auf interessant. Was passiert, wenn wir die alle rausnehmen, bis auf ein einziges? Auf ein Teilchen pro Kubikzentimeter, dann hätten wir die mittlere Dichte in der Milchstraße. Das ist die mittlere Dichte in der Milchstraße. Wenn wir uns jetzt ganz weit hier uns Lichtjahre entfernt von hier denken und würden das und würden dann reinschauen, dann ist nur noch ein Teilchen drin. Die mittlere Dichte im Universum ist ein Teilchen pro Kubikmeter. So, und im ganzen Universum verteilt ist es nur ein Teilchen pro Kubikmeter. Dann kannst du dir mal ausrechnen, wie viele Kubikzentimeter in einem Kubikmeter drin sind. Und man bewundert hier nie Fall tiefe Verbeugung vor der Wissenschaft, was die alles entdeckt haben. Kann man das überhaupt entdecken? Und ich betone, all das, was er erzählt hat, einen tiefen symbolischen Sinn, alles, was in Büchern steht, stimmt. Was nicht stimmt, welche Vorstellungen du aufgrund dieser Formeln oder der Worte in dir aufbaust. Es ist das Auslegungssystem und Interpretationssystem, nicht dem Argen, das du zum Denken benutzt. Genau ist es bei Worten, was bedeuten eigentlich Worte? Ich habe tausende Beispiele. Was bedeutet für dich das Wort Mathematik bis da oder vor Holofeeling? An was denkst du, wenn das Wort Mathematik in dir auftaucht? Entweder als Wort oder als Geräusch. An was denkst du bei dem Wort Fakten? An was denkst du bei dem Wort Automatik? Bei dem Wort Ästhetik? Das ist sehr interessant. Ich sage, du wirst deine Vorstellung, generierst du aus einer Vorstellung, was man dir erzählt hat, was die Worte bedeuten. Bis du mal einfach die Mühe machst, in ein Wörterbuch reinzuschauen und es genauer anzuschauen, dann wirst du plötzlich feststellen, dass die Worte was ganz was anderes bedeuten. So, da springe ich jetzt gleich weiter. Und zwar, wir machen mal, es geht mir um die Zahlen. Ich will dir zeigen, dass das eine Matrix ist. Ich starte jetzt, ich springe mal nach 86. Und achte ganz genau, wie das jetzt beginnt. Diese 86, wissen wir, ist der Zahlenwert für UB. Wir schauen uns das ganz kurz nochmal an. Ich mache jetzt nur mal dieses UB auf Hebräisch. Und dann hast du hier der Überbegriff, die 86. Da haben wir zwei. Ein Atbash, das ist die Spiegelung. Und nochmal ein Totalwert, da steht dann 806 wegen dem End B. Da schiebt sich zwischen diesen zwei eine Null. Ich kann auch 86 lesen. Und interessant ist, der Pyramidenwert ist 92. Das ist unser C-Baut, unser Testudo. Das sind auch solche schöne Kleinigkeiten. Da springe ich jetzt ganz kurz mal hier rüber. In diesen eigenartigen Chat, da hatte ich hier einen Eintrag. Ups, wie geht jetzt das? Es ist jetzt hier, ich mache das gleich von unten, hier geht es schlichtweg und einfach, ich hatte hier einen Eintrag. Jetzt kann ich schon wieder sagen, am Samstag um 8.20 Uhr, das ist jetzt immer, was in dir auftaucht, taucht immer jetzt auf. Was haben die folgenden Sätze gemeinsam? O du Udo, wohlgemerkt, die 92 ist der Zahlenwert für Zeb und Zeb ist von Jahwe Zebaut, das heißt eigentlich Schildkröte. Und der lateinische Wort für Schildkröte ist der Testudo. O du Udo, o du relativ reger, vitaler Udo. O du relativ vitaler Udo, o Genie, der Herr, ehre dein Ego. Ein Regal mit Sir Up, ich spreche es mal Englisch aus, Sir Up Bur, ist im Lager nie. Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Madame, I am Adam. Gestatten, Madame, I am Adam.
Was haben diese folgenden Sätze gemeinsam? Jetzt ist die große Frage, es hängt von deinem Intellekt ab. Was sehr hilfreich ist, ist dieser Satz, den ich dünn geschrieben habe. Das hast du mal dünn geschrieben, weil der ist eigentlich in der Belletristik sehr bekannt, in der Sprachwissenschaft. Viel interessanter ist, was die gemeinsam, wir gehen einmal in das Hebräische rein, und zwar gibt es dort das Wort Zebaot. Und das ist einmal der Herr der Herrscher, und das wird meistens in der Bibel übersetzt, der Herr. Da steht Jahwe, der Herr, der Herrscher, und das ist dieses Zebaot. Und wobei Zeb ist der Test Udo und Ott. Wir sind bei den Automatismen und den Autoritäten. Die beginnen mit diesem Out, kann man das auch aussprechen. Das ist das einmal hier, der Herr, der Herrscher, der Engelsheere, der Engelheere, der Sternenheere, der Herrlichkeiten, der Pracht. Und dann heißt das Ding auch noch Hirsch. Und dieses Hösch kann man natürlich hier ein bisschen anders, immer wie ich das gern mache, mit einem E-Quadrat mit rein. Hier ist der Logos E-Quadrat. Und dann heißt es auch noch Gazelle. Die sich zusammentunden, sich vereinen und die Streitenden. Im ersten Moment macht das nicht relativ viel Sinn, aber wir gehen einmal eins weiter. Das ist jetzt ein Eintrag, den ich getätigt habe, da haben wir jetzt dieses CB und das heißt Herrlichkeit, das ist ja der Herr der Herrlichkeiten und es wird auch irrtümlich mit Hösch übersetzt. Interessant sind immer die Zahlenwerte, die 434 bzw. gespiegelt 343 wird jetzt viel zu weit führen, habe ich 1000 Mal reingestellt, ist ein extremer Komplex für eine Tetraederspiegelstruktur. Dann haben wir hier als Atbasch die 345, die 300 steht für den Logos und die 45 steht für den Adam. Das heißt eigentlich, das ist der Logos des Adams. Und der Adam wiederum, sehr wichtig, wird von El Hayom erschaffen. Und zwar männlich und weiblich, Seger wie Nekaba. Und jetzt machen wir den großen Fehler, als normale Menschen, so lernst du das in der Schule, dass der Adam der Mann ist und die Eva ist die Frau. Aber im Vers 26, 27 wird genau darauf hingewiesen, dass der Adam männlich, eigentlich steht da Denker, ich sage immer einfach mal vereinfacht Denker, und das Weibliche, die Nekaba, Nekev, ist praktisch der unterirdische Gang des Loch. Und du setzt dafür einfach einen träumenden Geist. Das heißt, der eigentliche Geist macht sich zu einem träumenden Geist, zu einem Adam. Und dann haben wir zwei Hälften. Das ist wie eine Gedankenwelt. Da ist der Denker, der träumende Geist als Ding an sich. Und alles, was er träumt, seine Informationen, das ist die Frau, das ist Nekeb, die Nekaba. Loch heißt übrigens dann das deutsche Wort Loch. Nekeb ist Lebensfrische. Das, was du erlebst, was in dir auftaucht. Und wir haben eine Polarität, nämlich einmal zwischen einem immer seienden Denker, der sich nicht verändert. Das bist du. Das heißt, wenn im ständigen Wechsel deiner Informationen verändert sich der Geist, der das erlebt, der träumende Geist überhaupt nicht. Du bist immer derselbe Geist. Du bist der, den ich das jetzt erzähle. Egal, was du jetzt auch denkst, aufgrund der Reizauslöser meiner Worte, wie du darauf reagierst. Du bist derjenige, der das erlebt. Aber du bleibst immer derselbe Geist, weil du etwas bist, was als Ding an sich gar nicht existiert. Und diese ständige Veränderung deiner Information, das ist die weibliche Hälfte in den Adam. Und jetzt ist wichtig, dieser Adam ist der Geist, der sich selber als Adam denkt. Schau mal das kleine Bild an. Du denkst dich als Denker, der immer gleich bleibt, der sich was ausdankt und das, was er denkt, spricht, was er träumt, erlebt in Form von ständig wechselnden Informationen. Und du musst jetzt verstanden haben, dass dieser von dir ausgedachte Denker bist nicht du, weil das ein ausgedachter Denker ist und in dem Moment machst du dich selber zu einem Gedanken von dir. Das ist jetzt, wenn du jetzt an den Körper denkst und du glaubst, der jetzt vom Computer sitzt, denkt sich das aus. Nein, der ist doch auch ein Gedanke. Du denkst dir das Video genauso aus wie dich selber, wenn du an dich denkst. Du bist aber genau in der Mitte zwischen diesen zwei, so wie die Welle eigentlich aus einem Punkt einen Wellenberg und einen Wellental aufschmeißt, denkst du dir jetzt dich als Denker und deine Informationen aus? Das steckt in diesem Geheimnis mit drin, nämlich in der Gazelle, da ist ein geistiger Schöpfer und Zell heißt Schatten und Le heißt auseinandergeschmissen. Darum heißt es hier der geistige Schöpfer und seine Schachenlichtaugenblicke. Da steckt dann noch viel mehr bei dem Augen mit drin, die Schöpfung von Gehirnexistenzen, blau gelesen, die Schöpfung von Gehirnexistenzen. Und das ist in einem Code, in einer Matrix verschlüsselt. So. Aber das war nun nie mehr. Und jetzt das Geheimnis dieser Sätze ist, das sind Palindrome. Was ist ein Palindrom?
Es ist eine sinnvolle Folge von Buchstaben, Wörtern oder Versen, die rückwärts gelesen dasselbe ergeben wie vorwärts, aber mit einem anderen Sinn. Können wir jetzt sofort nachschauen? O du Udo. Du kannst die vorne, schieb die Buchstaben einfach zusammen, mach das Komma raus und dann wirst du feststellen, du kannst die von rechts nach links und von links nach rechts lesen. Das ist das Geheimnis. Madame, I'm Adam. Und glaub ja nicht, dass das ein Zufall ist. Was auch kein Zufall ist, wenn wir das einfach mal das Wort Palindrom uns genauer anschauen. Pass auf, ich kipp da mal ganz kurz rein. Wir haben zuerst einmal PAL, da gibt es kein hebräisches Wort dafür, aber das ist die Weisheit des Schöpfers. Was du aber feststellen wirst, ist die Kombination der Buchstaben, wenn wir die drehen, das ist der Totalwert 111 und wir wissen, das ist die Aleph. Das sind diese drei Buchstaben, wenn wir die jetzt kombinieren wie im I-Ching, dass wir die austauschen, kommst du auf sehr eigenartige Sachen. Das ist nämlich zu einem, das ist das Wort Aleph. Das ist der erste Buchstabe, nennt sich Aleph. Darum hat er den äußeren Wert 111, der Totalwert. Die 8 setzt du die 800. Das ist eigentlich, die 800 steht für Pi, für die Weisheit Gottes im Holofeeling-System. Und 31 ist Gott. Das ist die Weisheit Gottes. Und da haben wir wieder unsere 43, das steht für Magie und die 100 steht für Mensch, rot gelesen, für den bewussten Mensch, für den Adam, rot. Das ist die 43, das ist der Magier. MG heißt nämlich Magier. Wir können jetzt das austauschen, wir können nämlich das Aleph Kamabella machen, dann landest du in der Finsternis. Das ungelegliche Wunder, das Rätsel, rätselhaft sein, wunderbar sein. Das sind dieses Bella. Ist das große Wunder und Affel, so rum muss man es machen, ABL. Das sind nur diese drei Möglichkeiten. Jetzt kommst du in die Finsternis, in dem Dunkelwert, in ein Versteck. Und dieses Spiel tauscht sich auch in den Zahlen ständig aus. Und wir haben natürlich jetzt hier in unserem ganzen Denken, halt, jetzt muss ich die nochmal durchrastern, da hätte ich einen neuen, die Weisheit des Schöpfers. Das Palindrom, die Zahlenfolge, wo wollte ich denn hin? Da wollte ich hin. Das ist einmal nur das Affe, das Bella, diese drei Buchstaben in der Kombination, wenn wir die iterieren. Dann haben wir ihn. Das ist hier das Göttlichsein. Das ist ein Kürzel, eine Abkürzung, möge sein Lichter strahlen. Ein Segensspruch. Erzeugt übrigens als Suffix bei Worten hinten dran, heißt es immer eine intellektuelle Existenz. Ich will da jetzt nicht so genau reingehen, aber es ist hier, es reicht eigentlich, wenn du weißt, dass man dies immer von rechts nach links und von links nach rechts lesen kann. Und dann kriegst du diese Kurzformen. Und dann haben wir als nächstes das Drom, Palindrom. Das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten, aber ich schreibe jetzt hier, jetzt hast du mal hier, dieses Strom, du weißt gleich, das ist jetzt DROM, das ist der Mittagswinter Süden, die Südlage, die Südgegend. Das ist übrigens wieder die Peace, die Weisheit Gottes, die Weisheit des kleinen Gottes. Aber ist da, wo die Sonne aufrecht steht. Jetzt muss ich schreibe diese Sonne, das sind wir zwei, JCH und ICH. Ich bin vorm Bücherregal und du bist ein Leser. In Verbindung mit dem Blauen, ich mit deinem Intellekt, katapultierst du dich jetzt in deine Traumwelt und verwechselst dich mit dieser Figur, die du dir ausdenkst, wenn du an dich selbst denkst. Darum ist es unser rotes Ich, ich ist Anogi. Und dieses Anogi hast ja auch ich, lotrecht, senkrecht, vertikal, ich nenne das gern physikalisch transversal. Und dieses transversale Schwingen, da ist die eine Mitte 1 durch 81. Und es gibt die Reihe der natürlichen Zahlen. Da kommst du in die Unendlichkeit. Das verknüpft sich, die Physik, die Arithmetik, alles verknüpft sich mit Holofilling in ein riesengroßes, allumfassendes System, das hier Religion, alle Sprachen der Welt, alle Religionen bis hin zur Naturwissenschaft, der Chemie in ein einziges System zusammenfaltet, weil deine Welt ein Computerprogramm ist. Im Anfang ist das Programm. Darum ist es auch die erste Person, das ist das rote Ich. Und sage ich da, wo die Sonne, weil das Drum heißt, der im Süden steht. Sprich, Anogi aufrecht steht.
Und jetzt macht hier mein Rainer, den denken wir uns jetzt aus, eine Figur, der sehr intensiv hier sich mit der Vordersprache beschäftigt hat. Ich interpretiere das jetzt einmal, das Smiley und den Rainer so, dass ihm das nicht aufgefallen ist, obwohl er sich intensiv damit beschäftigt. Aber das sind halt so kleine blinde Flecken und ich wiederhole hier dann nochmal, dass unser Palindrom, das habe ich ja gerade schon gezeigt, dass unser Palindrom, die Wiedergeburt, Bali, immer zuerst die ersten Buchstaben, dann hast du das Gag, das Doppel-G, diese zwei Gs, die Wiedergeburt, das Wiederaufleben, die Wiedergeburt, wiedergeboren werden. Wir können das dann hier blau machen, dann kommst du in die fremden Sprachen, die widersprechenden, sich angeblich falschen Sprachen, wobei falsch kommt vom Faller, das heißt, nur in, du, wenn nur in einer einzigen Sprache denkst, dann steckst du in einer Falle. Und das Ganze, was du dir ausdenkst, muss zurückgebogen, zurückgewandt werden. Und dann wirst du irgendwann einmal wiedererkannt. Du wirst dich selbst wiedererkennen. Du wirst erkennen, hey, ich bin ja nicht der Gedanke von mir, ich bin der, der sich das ausdenkt. Und da kann man jetzt auf jede Kleinigkeit kann man reingehen, dass hier dieses Zurücklaufen von Schiffen, Schiff heißt übrigens auch Arni, das ist dein blaues Ich. Die Rückkehr, zurückfallen in eine Krankheit. Das ist, wenn du wieder anfängst, das zu verwerfen, was ich dir mit Holofeeling gebe, dann fällst du wieder in die Krankheit, du fällst wieder in das weltliche Denken. Dazu muss man ganz, ganz einfach wissen, dass das Wort Chol, das ist Hebräisch, schlichtweg das Weltliche ist, das Profane, eine Welt, in der du vor Angst zitterst, was zu verlieren, deinen Körper zu verlieren, Besitz zu verlieren, deinen Glauben, geliebte Mitmenschen zu verlieren. Weil dir einfach nicht klar ist, dass diese Dinge nur existieren, wenn du sie denkst. Dann existiere, treten sie aus dir heraus in deinen Vorstellungen als Information in Erscheinung, aus dem absoluten Innersten. Und in dem Moment, wo du die nicht mehr denkst, kehren die wieder zurück in diesen absoluten Mittelpunkt, ohne das, was herausgenommen wurde. Das wiederhole ich immer wieder. Wenn du das verstanden, wenn du es wirklich verstanden hättest, hättest du kein Problem. Das ist die Sache mit der DVD oder mit dem Film. Jedes Bild, das auftaucht, ist eine kleine Facette aus dieser Datei. Aber aus der wird eigentlich nichts herausgenommen, weil du das heilige Ganze im Zentrum nicht zerstören kannst. Du kannst aber einseitig etwas auslegen und dann bekommst du was zu sehen. Das ist die Sache mit dem Diapositiv, Dianegativ. Das gilt auch übrigens, wenn du dir jetzt eine Welle denkst, diese zwei Seiten müssen zwangsläufig nochmal zwei Seiten im Hintergrund sein. Weil du für jedes projizierte Dia positiv, sagen wir mal, ein Negativ brauchst. Und sobald du dir jetzt Dia positiv und Dia negativ denkst, muss für diese Kombination nochmal ein Negativ da sein, weil sonst würde das nicht in Erscheinung treten können. Du musst immer eine Seite weglassen von einer Welle, dass du eine Seite siehst. Oder du musst viele, viele Facetten weglassen, wenn du jetzt immer sagst, du hast noch nie deine Küche gesehen, sobald ein Bild in dir auftaucht. Die Küche ist nur eine Datei mit einem Haufen Bilder. Das Fenster, der Herd, der Kühlschrank, ich wiederhole das immer wieder, ist das, was du siehst, ist nicht die Küche. Und wenn du jetzt an dich denkst, dieser Körper bist nicht du, an dir hat sich dein ganzes Leben überhaupt nichts verändert. Du bist immer dasselbe Ich. Und das wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, verstehen. Weil was Existierendes ist nicht Geist. Es ist vergänglich. Geist kann nur von Geist verstanden werden und Geist ist ewig. Und du bist ein ewiger Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und alles, was existiert in dir, ist nur so lange da, solange du das denkst. Und du kannst jetzt deine jetzige Welt und deine geliebten Mitmenschen bis in alle Ewigkeit immer wieder wiederholen mit den ganzen Auf und Abs, dass sie gesund sind, dass sie krank sind, dass ihnen gut geht, dass ihnen schlecht geht. All diese ganzen Phasen werden sich bis in alle Ewigkeit wiederholen. Und ich sage, du wirst zwangsläufig bis in alle Ewigkeit leiden, in der Gier ständig bloß die gute Seite haben zu wollen, solange du chronologisch denkst. Und du weißt gar nichts, was dir entgeht, wenn du das jetzt nicht opferst für was vollkommen Neues. Das hast du schon dein ganzes Leben in dem jetzt ausgedachten logischen Leben eines Trockennasenaffen war es noch nicht anders. Dass wenn du vor der Pubertät bist, all das, was für dich von Interesse ist, das muss geopfert werden, dass du nach der Pubertät kommst und ich sage mal in die Welt des Erwachsenseins, der körperlichen Sexualität, wo der vor der Pubertät überhaupt keine Ahnung nicht hat. Und dasselbe ist jetzt, wenn du in die Wechseljahre kommst. Wirklich in die Wechseljahre kommst du, wenn dir dann die Freuden der vorhergehenden Stufe vollkommen gleichgültig waren, weil du weißt, da kommt was vollkommen Neues, was viel, viel gigantischer ist. Du kannst nie von unten nach oben sehen, sondern bloß immer von oben nach unten. Wenn du in der neuen Stufe bist, dann wird dir erst wirklich bewusst, wie unendlich lächerlich geistlos die Stufe davor war.
Und das spielt sich in allen Phasen durch. Wie unendlich arrogant waren die Menschen, die geglaubt haben, sie leben auf einer Scheibe. Und dann kommt der Erste, der behauptet in dieser Märchengeschichte, die man uns erzählt hat, dass die Erde eine Kugel ist. Die wollten verbrannt werden, die wurden verketzert jetzt. Weiß natürlich jeder, dass die Welt eine Kugel ist. Und es passiert dasselbe, wenn jetzt einer kommt, die Erde ist auch keine Kugel. Dann werden die wieder belächelt. Es war noch nie anders, weil der normale Mensch nicht bereit ist, eine Veränderung zuzulassen, eine elementare Veränderung. Und Holofeeling ist eine komplett absolute Veränderung des Grundprogramms. Ich sage immer, in der Computertechnik ist es ein Sprung vor Basic in Windows mit all den Möglichkeiten, die kommen. Stimmt. So, und jetzt, wenn ich hier an diesen Weltlichen eine Wahrnehmung, das heißt eigentlich jetzt die weltliche Wahrnehmung, das hier steht für Wahrnehmen, jetzt kriegst du das Krankwerden, das Erkranken. Interessant, schimmblau gelesen hast, die Logik, jetzt wird eine Logik in dir wach, die extrem fehlerhaft ist. Und diese Logik, doppelt aufgespannt sind, erweckt die Urteile. Das ist DN, die geöffnete Existenz steht für Urteil. Und das Ganze spielt diese Krankheit, haben wir natürlich eine rote Sache. Wir haben nämlich hier wieder die 43, den Magier. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man hier den Magier, den Zauberer, hängt von der Beschwörungskunst ab. Den können wir rot und blau machen. Unser MG, die 40, 30, die 43, das ist der Magier, der Zauberer, der Zaubermeister und immer wieder, ich weiß nur, dieses AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, heißt die Beschwörungskunst. Die Welt, die du zurzeit erlebst, diese Traumwelt, hängt davon ab, was du alles beschwörst. Und wenn du diesen physikalischen Kack beschwörst, dann denkst du dir die Welt so aus, auch wenn du das niemals sehen wirst und überprüfen kannst, das ist dann für dich trotzdem so, weil das ist ja angeblich alles bewiesen. Wie definierst du, es ist bewiesen? Und jetzt ist es ja so, dass man das natürlich auch rot lesen kann, dann kriegst du nämlich plötzlich dasselbe Wort, ein Ringbrot. Der Ring führt dich dann nämlich zur Debatte, zu den eigentlichen Naturgesetzen. Schaue ich gleich an. Und das ist ein B-Rotkuchen. Und wir wissen, Rot heißt Adam. B, Rot heißt im Adam, ist ein Kuchen. Chen heißt übrigens wie eine Gnade, eine göttliche Gnade, das ist Chen. Und der Ringbrot, dieses Ringbrot, da haben wir zwei. Einmal das Wort, die Deba, das wird gleich ausgesprochen. Das ist die Argenoa, die ich dir bringe mit Holofeeling. Das ist einmal die Kiste. Ich spreche oft von der Kiste oder Kasten, wenn du jeder Mensch, den du dir denkst, ist eigentlich nur wie eine Kiste. Und in den Köpfen ist das drin, was du dir in diese Kisten hineindenkst. Und dann gibt es also noch mal ein Wort für Deba. Und das schreibt sich ja so. Und jetzt kommen wir dann hier. Das ist das hebräische Wort für Natur. Das ist die Welt, die du dir denkst. Schau mal wieder, die 81 des Anoki ist ein senkrechtes Phänomen, ein Auf- und Abschwingen. Und der Pyramidenwert ist 101. Setze hier das absolute Nichts und plus 1 und minus 1. Das reicht eigentlich als erstes schon. Und jetzt kommt auch dieses Beringen. Du merkst, da ist der Ring schon mit drin. Das Formen, Prägen. Dieses Prägen führt dich dann zwangsläufig hier zum Bettschaft. Der Prägestempel. Da haben wir wieder zwei Seiten. Da gibt es einen Matrizenstempel und einen Patrizenstempel. Es ist unendlich Wissen, das du benötigst. Wenn du das intellektuell angehst und du benötigst überhaupt kein Wissen, wenn du Holofeeling, meine einfachen Sätze dir einfach denkst. Aber meine Ausgangsbasis war hier schlichtweg und einfach die 86. Und die gehen wir jetzt nochmal ein. Und die können wir dann das UP. Und das kann man natürlich diesen Begriff, da ist jetzt, steht praktisch das Kürzel, die 86 für die verbundene Weisheit beziehungsweise für aufgespanntes Wissen. Das ist das große Symbol, der rote UP, der praktisch hier diese Bezeichnung für Gott das Meer ist. Und dann kann man in die Physik gehen. Da müsste man die Holoarithmetik reden, da gibt es keine Zufälle. Ich weise immer wieder darauf hin, wenn du das nicht registrierst, dass du meinst, das ist überhaupt nicht wichtig, begehst du einen riesengroßen Fehler. Den größten Fehler, den du je begangen hast, ist, wenn du diese Chance, die Hand, die ich dir mit Holofeeling reiche, einfach ignorierst, weil du meinst, das ist ein religiöses Geschwätz. Da hast du zum Beispiel UB mal Pi, dieses Pi ist ja die 3,141 auf vier Stellen, drei Stellen genau, und dann mal 10, das ist der kleine Gott. Und wenn du das eingibst, dann kriegst du 2701,26. Und da solltest du wissen, das ist der erste Schatz, eine ganz, ganz wichtige Zahl, wenn dich das arithmetisch interessiert und 26 ist Jahwe. Und Pyramidenwert ist Test Udo. Und wir können das jetzt spiegeln. Und da wird es ganz interessant, dann kriegst du die komplette 86 auf drei Ebenen.
Und das heißt hier, ich bin hier, ich bin wieder da. In dir. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Und dieses Ich ist jetzt natürlich nicht dieses Pixelmännchen oder der Gedanke Udo. Begreife, dass du viel mehr als bewusster Denker bist, du viel mehr und viel mächtiger wie irgendeinen Gedanken, den du denkst. Sondern jetzt denk an deine Politiker. Denk an die Politiker, wie du sie bis dato aufgrund von geistlos nachgeäfften Wissen oder deine Physiker. Kann dieser Pixelmännchen mehr wissen wie du? Es ist eine Kiste, du denkst in den Kopf was rein, du hörst zu, was der dir erzählt und du äffst es nach. Das magst du, wenn du religiös bist, magst du, wenn der Pfarrer was erzählt. Wenn du politisch engagiert bist, dann magst du, was deine politischen Vorbilder dir erzählen. Und dir sollte klar sein, dass all diese Sachen, was die dir erzählen, die sind erst einmal, weil du das jetzt träumst, weil du das dir denkst. Du magst es aus den Worten, wenn du eine Zeitung liest. Hochinteressant, gib einen und denselben Zeitungsartikel 100 verschiedenen Menschen. Die kriegen dieselben Worte eingespielt und je nachdem, welchen Intellekt sie zum Denken benutzen, werden die das komplett unterschiedlich interpretieren. Es geht, dass du dieses Prinzip verstehst und du lebst nur in einer einzigen Interpretation, nämlich die Interpretation, die dein Intellekt dir aufzwingt. Aber ich zeige dir, wie präzise meine Schöpfung eigentlich ist. Ich starte jetzt dasselbe Video mal bei 86 ein. Die haben ja gerade dieses UB. Und ich schneide genau zwei Buchstaben. Hör mal genau zu, was jetzt kommt. Die Energie des Vakuums. Wie kam er denn eigentlich darauf? Nun, im 20. Jahrhundert hat die Energie des Vakuums. Wenn du genau hinhörst, wenn das normal läuft, wirst du feststellen, du hörst noch die, ganz kurz, die Energie des Vakuums. Dieses Gi ist der Geist Gottes. Stimmt. Mal genau aufpassen. Die Energie des Vakuums. Das ist UB. Cool. Und das Vakuum ist nichts. Das ist das absolute Nichts. Wir nennen das All oder El. Rot gelesen. Das heißt nämlich nichts. Das ist Gott. Das ist das hebräische Wort für Gott. Und das ist eine Energie. Und jetzt hören wir mal, was er noch passt. Wie kam er denn eigentlich darauf? Nun, im 20. Jahrhundert hat sich eine Vorstellung von der Welt entwickelt, die nennt man Quantenmechanik. Da geht es darum, dass... Es wäre jetzt schon interessant, nur das Wort Quantenmechanik genauestens anzuschauen. Das sind lauter solche Kleinigkeiten. Ich weise immer wieder darauf hin, die Vorsilbe Qua für sich. Das ist, mit der Vatersprache ist das so unendlich einfach, weil Qua ist schlichtweg und einfach, wenn wir das jetzt hebraisieren, ist einfach nur eine affin aufgespannte Schöpfung. Das A kann man natürlich vielfältig setzen. Das ist immer, wir haben das erste Mal QA. Das sind diese drei Buchstaben, eine auf ihn aufgespannte Schöpfung. Das lateinische Wort heißt wo, wohin, auf welche Weise, wie eigentlich. Da gibt es das Wort aqua. Nochmal, El Hayom, was in der Bibel das zweite Wort mit Gott übersetzt wird, ist ja aqua, rotes aqua, Wasser. Das ist der Geist von UB 86. El heißt nichts. Das ist die Vakuumenergie und das ist das Meer. Wir stellen uns natürlich jetzt eine riesen Wassermenge vor, aber nein, es ist eigentlich nur ein Punkt, in dem sich alles befindet, alles, was aus diesem Punkt zu existieren beginnt. Das heißt, diese Gedanken, wenn die auftauchen, kommen aus diesem Aqua und hochinteressant, wo ist diese Affinität, das sind, die Schöpfung sind zwei Facetten. In deinem Intellekt ist diese dort. Das ist auch der Primat. Das sind diese aufgespannten Facetten, sind deine Schöpfungen. Dieses Aqua kommt von Aquis, das heißt, das Aqua ist Aquis, das heißt, das Nicht-Schlafende. Das Einzige, was immer wach ist, das ist der Geist, der träumt. Der ist immer da, egal an was er denkt. Der kann übrigens auch nicht schlafen. Der kann sich jetzt dann ausdenken, der schläft. Und er kann auch nicht in der Vergangenheit denken oder in der Zukunft denken. Was du denkst, denkst du jetzt, jeden Moment, jeden Gedanken. Schau dir die vorhergehenden Videos an. Jetzt, jetzt, jetzt. Und es hört nie auf. Du warst nie weg. Es ist ohne Anfang und Ende. Wann hast du zum Denken angefangen? Was sagt deine Logik? Vergiss es. Du äffst nach. Die korrekte Antwort ist, ich kann doch bloß jetzt denken. Wann habe ich zum Denken angefangen? Jetzt. Und wann höre ich auf zu denken? Nie. Weil das ewig ist, ein ewiger Vorgang ohne Anfang und Ende. Jetzt wirst du langsam wach.
Basiert übrigens in dieser 1-3-3, Hütten 3 und Drüben 3. Für die 1 kann man Rudi 4 setzen, das ist die 1-4er-Struktur. Wenn du jetzt Grundlagen Udo Filling studierst, dann weißt du es, wenn du es nicht studierst, weißt du es eben nicht. Du wirst es auch nie wirklich verstehen können, wenn du diesen Geschwätz, egal ob das Physiker sind, ob das Mediziner sind, die erklären, dass du ein sterbliches Säugetier bist und versuchen, einen Körper am Leben zu erhalten. Ich habe vor 30 Jahren schon gesagt, was willst du von einem Arzt erwarten, der nicht einmal einen Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper macht? Ein Mensch ist eine Lebensgeschichte, vom Säugling bis zum Greis. Es macht keinen Sinn, den Säugling am Leben halten zu wollen. Der löst sich auf, spätestens wenn er in die Schule kommt, ist er, außer einem Gedanken im Jetzt, ist von dem Säugling nichts mehr da. Und selbst dieser Gedanke an den Säugling existiert nur, wenn er gedacht wird. Das ist hundertprozentig sicher. Und dieses Qua ist auf der Seite da, wohin, wo du zurzeit hinschaust. Das ist aber, das Qua-Qua ist teils. Ist jetzt ein Weller, Berg oder Tal? Ist jetzt ein Tag, ist es an einem Tag eigentlich hell oder dunkel? Wenn du chronologisch denkst, mal so, mal so. Wenn du absolut in der Synthese denkst, gleichzeitig. Das ist das große Geheimnis. Und das führe ich dann irgendwann einmal in den Einheitskreis mit den Sinus, da bin ich tausendfach drauf eingegangen. So, heute, da waren wir hin. Tatsächlich, alle Wirkungen, also alles, was irgendwie hervorgerufen physikalische Wirkung hat, nicht kontinuierlich ist, sondern immer in quantisierter Form, immer in Paketform. Wo ist diese Paketform? Die Vakuumfluktuation heißt, aus diesem absoluten Nichts entspringt immer ein Teilchen und ein Antiteilchen. Ist auch ein Wellendorn und ein Wellenberg gleichzeitig. Wenn du nur eine Seite denkst, hast du ein Problem, weil die andere Seite trotzdem da ist. Wenn du nach vorne schaust, denkst du nicht an die anderen Seiten. Wenn du sagst, der Henkel ist rechts, denkst du nicht an die anderen Seiten. Wenn du sagst, der Henkel an einer Tasse ist links, denkst du nicht an die anderen Seiten. Wenn du sagst, Küche ist ein Herd, dann denkst du nicht an die anderen Sachen, die in dieser Kollektion drin sind. Damit ist eigentlich schon geklärt, dass all die Idioten, die in dir auftauchen, die um irgendwelche Standpunkte streiten, dass die nicht wissen, von was sie reden. So wenig wie er weiß, von was er eigentlich redet. Kann er das wissen? Kann das Pixelmännchen das wissen? Das du jetzt siehst, kann das der Lautsprecher wissen, den du jetzt zuhörst, der durch die ganze Zeit nicht existiert hat. Ja, aber das war doch trotzdem immer da. Du denkst ständig an deine Vergangenheit und glaubst, es ist irgendwas passiert. Und wenn es bloß vor 2 Minuten ist. Es ist vor 2 Minuten nichts passiert und es wird in einer Minute nichts passieren. Du musst verstanden haben, was es heißt, transversal, sprich geistreich Anoggi. Das rote Ich weiß, dass alles, was ist, der träumende weiß, dass jeder Moment, der in ihm auftaucht, taucht in ihm jetzt auf und wird mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört. Was sich dabei in keinster Weise verändert, ist der Geist, der diese ständige Veränderung wahrnimmt. Und da wird nie was in der Zukunft passieren und in der Vergangenheit war nie was. Es ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Nochmal, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tat. Sache. Folgere, machen, handeln, tun. Dass du jetzt an was denkst und durch das Denken erschaffst du jetzt eine Information. Und egal, wo du jetzt unbewusst dir diesen Gedanken räumlich oder zeitlich diese Information hindenkst, die ist nur hier und jetzt in dir drin. Sie war niemals da außen und sie wird niemals da außen sein und sie ist auch nicht da außen, wenn du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt mach dir irgendwann einmal Gedanken. Meinst du, ein Gedanke von dir könnte das wissen? Oder du kannst es an Gedanken von dir erklären. Wo ist der Unterschied, ob du jetzt versuchst, den Computer vor dir zu erklären, was er ist? Ich mache es jetzt bloß wieder so und dann schau dir vorhergehende Selbstgespräche an. Mach das mit deinen eigenen Händen. Wo waren jetzt die ganze Zeit deine 2 Hände? Die auf dem Bildschirm sind es nicht. Du kannst die aber auf deine VR-Brille holen, dann hast du den Eindruck, dass das an dir dranhängt und vor dir im Raum ist, diese Hände. Sie sind deine Information, egal wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst. Das ist der einfache Weg bei Holofeeling. Und in dem Moment, wo du das wirklich zu akzeptieren anfängst, dass dir klar ist, dass das hundertprozentig sicher ist und alles, was dir diese Schwätze, die du dir, die in deinem Traum in Erscheinung treten, gleich du dich aber als Pixelmännchen oder auf deiner VR-Brille als sinnlich wahrgenommene Affen, dass die genauso nachäffen, wie du bisher nachgeäfft hast. Es gibt in dieser Theorie eine Theorie ist eine Sichtweise. Wir reden hier nicht von Theorien, sondern von absoluten Fakten. So ist es. Null. Nichts. Alles schwankt. Und das hat ein großer deutscher theoretischer Physiker sogar richtig quantitativ formuliert.
Das ist die berühmte Heisenbergsche Unbestimmtheit. All das, es ist alles reziert. Es hat niemals einen Werner Heisenberg in der Vergangenheit gegeben. Was ich nicht sage, dass es den nicht gegeben hat, das sind alles Leben, die wir leben. Wenn ich sage, ich war Einstein, ich war Heisenberg, ich war Jesus. Aber was viel krasser ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. Ich bin der Geist, der sich das alles ausdenkt. Und da kann ich immer wieder sagen, ich denke mir jetzt das Gespräch aus. Ich höre diesen Lautsprecher jetzt zu. Ich denke mir jetzt an Udo Petscher aus oder an Michael Kuppelmeier. Kannst du das von dir behaupten? Ja, du denkst dir doch das jetzt alles aus. Du musst wissen, die Geräusche des Menschen, alles, was du denkst, kriegt das nicht mit, was du denkst. Es ist kein Unterschied, ob du an einen Menschen denkst oder an einen Computer denkst. Das ist ein Dasein-Müssen, nenne ich das. Figuren in einem Traum sind ein Dasein-Müssen, die nicht mitbekommen, wie du sie denkst. Jetzt, was du denkst, hängt von dem Intellekt ab, dem Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt, den du geistlos nachhilfst, auch dein Geschmack, den du vertrittst, deine politische, deine religiöse Meinung. Du konntest dir nichts raussuchen. Du kannst dir nicht raussuchen, was du jetzt denkst. Darum dreht sich zuerst einmal Holofeeling, dass du zuerst einmal verstehst, was bist du. Du bist das konstante Parameter für alles, was du dir denkst. Es ändert sich an dir selbst dabei nichts. Dann sagst du, ja, jetzt habe ich Schmerzen und jetzt geht es mir gut. Das bezieht sich auf den, den du denkst, wenn du an dich selber denkst, denkst du schon wieder an den Glauben. Dein Körper, hast du jetzt die ganze Zeit geatmet? Mit was? Hast du geatmet? Jetzt setz dich hin und atme mal ganz bewusst. Und sobald du das machst, dass du ganz bewusst atmest mit dem Körper, an den du jetzt denkst, bist du so verwoben in diesen Chat, in dieser Kollektion der Körper zu sein, dann versuch einmal die Luft anzuhalten. Es steht in Ich bin du schon drin. Und dann wirst du feststellen, das gelingt dir nicht lange. Weil du sagst, ich muss doch atmen, ich muss doch atmen. Und dann klingelt das Telefon. Kapp, das ist wie wenn du ein Programm umschaltest. Und dann unterhältst du dich, atmest du dann eigentlich jetzt gedachterweise, kann der Mensch, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, den du ich nennst, der telefoniert, irgendein tolles Gespräch hat, atmet der dabei. Es wird so sein, wie du dir das denkst. Aber es existiert nur, wenn du es denkst oder wenn du es wahrnimmst. Alles, was du nicht denkst und nicht wahrnimmst, existiert jetzt nicht. Es ist durchaus da, aber auf dieser Datei. Und das ist unser Spiel. Upsala. So, dann machen wir das einmal weg. Das ist jetzt eine Kleinigkeit. Und wenn du das jetzt einmal durchschaut hast, dann wird dir irgendwann einmal dieser ganze Schwachsinn gerade, den du nachäffst. Wir können ja jetzt zum Beispiel auch hier Impfgegner oder Impfbefürworter oder pro-Ukraine oder pro-Nord oder pro-Westen. Du kannst nur feststellen, mit welcher Seite du sympathisierst und ich sagte, du bist derjenige, aus dem beide Seiten entspringen. Und solange du mit einer Seite sympathisierst, bist du unvollkommen, hast du dich entheiligt. Und dann komm mal, wenn du selber recherchierst, wirst du irgendwann einmal feststellen, was für ein deine Fachleute, ob jetzt das dein Gesundheitsminister oder sonst was ist, ob das Politiker sind, was das für vollkommen geistlose Fratzen sind auf deinem Monitor. Ist nicht angenehm, diese Erkenntnis. Und jetzt nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, ich bin der absolute Autor, der Zeichenerwecker, der die zuerst einmal in dir erschafft. Ich lasse dir das ja träumen, dass du das erkennst, das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Es ist keine Schuldzuweisung gegenüber dieser Figuren, die du dir ausdeckst. Es ist erbärmlich, wenn ein Autor sich hinsetzt und einen Roman schreibt und diesen Figuren, die er in diese Geschichte hineindenkt, mit allem, was dazugehört, denen vorwirft, dass sie so sind, wie sie gedacht wurden. Wie oft taucht in dir auf, wenn du was liest, was sind das für Lügner? Und ich schmunzel, bist du jetzt so bewusst, dass du wirklich hier eine Schuldzuweisung machst gegenüber Menschen, die du dir doch selber ausdenkst als Lügner? Also dann musst du dich doch über die nicht aufregen, dann können die doch nichts dafür, dass die von dir als Lügner gedacht werden. Wenn du mal selber zum Recherchieren anfängst, dann wirst du feststellen, dass dieses ganze naturwissenschaftliche Gebäude einen tiefen symbolischen Sinn hat, unser H2O. Aber nichts zu tun hat mit irgendwelchen Protonen und Elektronen, die da außen in der Welt rumschwirren, so unvorstellbar klein, dieser schöne Satz, wo ich tausende Male wiederhole in den Physikbüchern, wenn Nobelpreisträger meinetwegen die DNA, es ist ein Produkt, das du nicht entdecken kannst, weil das so unvorstellbar klein ist, dass man das nicht einmal mit dem stärksten Mikroskop sehen kann. Ich mache mal ein kleines Beispiel mit dem Maskenwahn. Das wäre ein Fehler, wo du eigentlich schmunzeln müsstest.
Wir schauen es erst einmal im Internet nach, in Fachlektüre von solchen gescheiten Menschen, wie groß eigentlich diese Viren sind. Und dann wirst du feststellen, je nachdem, welche Internetseite du aufmachst, immer daran denke ich, sag, egal welche Internetseite oder welches Buch du mir als Beweis bringst, ich zeige dir 1000 Bücher, wo zum selben Thema was anderes oder sogar das genaue Gegenteil behauptet wird. Es sind immer einseitige Äußerungen. Das sind Perspektiven von der Tasse, wo alle stimmen, aber keiner weiß, was das heilige Ganze ist. Das bist du selbst. Du bist das heilige Ganze, das sich nicht verändert. Das ist der Geist, der eine ständige Veränderung von Informationen wahrnimmt, aber sich dabei nie verändert. Wenn du das wirklich verstanden hast, dann bist du ich. Also gut, wir machen einmal hier FFP2-Maske. Die schützt dich ja vor den Viren. Jetzt recherchiere mal, wie groß eigentlich so ein Virus ist und dann wirst du feststellen, du kommst in einer Größenordnung der menschlichen DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal in einem Elektronenrastermikroskop sieht. Aber was jetzt viel interessanter ist, und dann setzt du deine Maske auf und dann gehst du einfach in einen Raum rein, wo 2, 3 Mann Zigarette rauchen. Und dann wirst du feststellen, in deiner jetzigen Programmierung, dass du schlagartig, sobald du in den Raum reingehst, riechst du Rauch. Jetzt ist natürlich einmal interessant, ich mache jetzt einmal meine Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Selber denken, wir schauen jetzt einfach mal nach, wie groß sind denn eigentlich diese Rauchpartikel. Weil wenn ich die sofort rieche, wenn ich in einen Raum reingehe oder neben mir eine Zigarette rauche und obwohl ich die Maske auf, obwohl ich das sofort rieche, müssen diese Partikel ja durch die Maske durchgehen. Und pass auf, je nachdem, welche Internetseite du jetzt aufmachst, die Rauchpartikel, die du dann riechst, ich habe einen Wert gefunden von 2 bis 10 größer wie diese Viren, wie diese Coronaviren. Das heißt, die sind 2 bis 10 größer wie die Coronaviren. Wenn ich die doch sofort schlagartig rieche, dann gehen doch diese kleinen Coronaviren gleich 10 durch die Maske durch. Also was soll der ganze Geiz? Jetzt ist das ganze Geschwätz deiner Fachleute wie diesen hier 10 hoch 20 Teilchen in einen Kubikzentimeter. Ist doch nur geistlos nachgeäfft. Alle äffen doch alle nur noch. Und deine Logik zwingt dir, Logik jetzt diese ganzen hier Friedenskämpfer. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, diese Gutmenschen, die meinen, sie gehören zu den Guten. Ich strafe dich mit diesem Programm ab ohne Ende. Du wirst leiden in dem Moment, wo du meinst, du gehörst zu den Guten. Der böse Russ. Ich sage, das ist alles, du äffst nur nach, jeder wirft einen die andere Dummheit vor. Schau dir doch einfach mal deine Heute-Show an mit dem Welke. Es ist erbärmliches Mainstream-Propaganda und der wirft den Russen vor, dass die absolute Lügenpropaganda betreiben. Ich sage, es geht nicht, wer recht hat. Du siehst immer das Spiegelbild, solange du tief betroffen bist bei da außen, so viele Menschen sind, die Menschen sind so böse, die sind so voller Hass, die sind so lieblos. Dieses Gefühl, das du in dir aufpasst, ist dir gar nicht bewusst, dass im selben Moment ein Riesenhass gegen diese bösen Menschen besteht. Und erst wenn du dich erhebst und vollkommen neutral wirst, dass du feststellst, es prallen immer 2 aufeinander, wird dir das bewusst, dann sieht es also folgendermaßen aus, dass das doch unglaublich ist, was der Russ sich alles rausnimmt, dieser Kriegstreiber. Wir gehen einmal in unsere Geschichten, die du jetzt nachlesen kannst, nicht, dass das in der Vergangenheit gewesen wäre. Wir halten schlichtweg einfach einmal fest. Wir beginnen bei der Krim. Krim war ursprünglich in deinen Geschichtsbüchern, deine offizielle Geschichte hat es zu Russland gehört und aus welchen Gründen auch immer wurde das dann abgetreten und dann war es nicht mehr russisch, sondern Ukraine. Und da wurden hier die Menschen auf der Krim von der Ukraine, von dem Staat, was ja eigentlich Russen waren, die sind halt einfach umformiert worden. Plötzlich heißt es dann so, jetzt sei der Ukraine. Die wurden da ziemlich dran glasaliert. Und dann war ein Aufstand und dann haben in einem Referendum, ich lese das in deinen Geschichtsbüchern auch, in einem Referendum, mit einer überwiegenden Mehrheit wurde eine Abstimmung gemacht von der Bevölkerung, ob die wieder zu Russland wollen. Das haben die in der Ukraine gemacht, da hat Russland, das hast du mal nichts dafür gekonnt. Die wollten wieder zu Russland, weil es ihnen da angeblich besser gegangen ist. Und es war eine gigantische Abstimmung vom Westen beobachtet. Du wirst keinen Fehler finden, da ist keiner, der gesagt hat, dass der Wahlbetrug war. Also weit, ich glaube 95% Wahlbeteiligung, was eine Sensation ist. Du mal recherchieren, was in Deutschland Wahlbeteiligung ist. Und dann über 90% von 95% Wahlbeteiligung haben gesagt, wir wollen wieder zu Russland. Was natürlich hier ein klares Statement ist von der Bevölkerung. Und aufgrund dessen ist der Russ
der Putin in die Ukraine einmarschiert. Nicht, weil er die einnehmen wollte, sondern die Bevölkerung hat nach ihnen geschrien. Das ist jetzt reine Geschichtsbücher. Ich bitte vollkommen wertfrei bleiben. Jetzt in dem Einfall war es nichts anders. Die östlichen Provinzen in der Ukraine haben genau dasselbe. Die wurden laut, du musst nochmal nur nicht die Mainstream-Presse, sondern die andere Seite dir anschauen. Die haben gebettelt, dass der Russe kommt und ihnen hilft, weil die Ukraine die niedergemacht hat bis zum es geht nicht mehr. Da gibt es übrigens sogar amerikanische Filme, viele amerikanische Filme veröffentlicht. In Deutschland kannst du das ja nicht sehen, ist ja alles gesperrt. Wie die Ukraine die drangsaliert hat. Und die haben auch nach den Russen geschrien, das heißt, der ist ihnen zu Hilfe gekommen. Deine Presse sagt, er ist einmarschiert. Ich rede jetzt von Märchengeschichten. Ich möchte, dass du vollkommen wertfrei schaust, weil jetzt kommt das große Problem. Er ist für diese Gutmenschen ein absoluter Kriegsbeginner und Kriegstreiber, weil sie das einfach nicht wahrhaben wollen, dass das die andere Seite ist. Dass da von den Russen überhaupt nichts Böses ausgegangen ist. Nimm das einfach mal hin, dass auch wenn dir jetzt die Haare zu Berge stehen, das sind, schau in deine Geschichtsbücher rein. Ist übrigens sogar hier das Drangsalieren dieser Ostukraine, dass die so niedergemetzelt werden, ist sogar 2000 etwas in den Nachrichten mehrere Male gekommen, wie das noch nicht der Konflikt war. So, wieso ich dir das jetzt erzählt habe? Das ist plötzlich ganz, ganz schlimm, weil der Russ denen zu Hilfe kommt, weil die drum Plenum kommt und hilft uns. Das ist böse. Jetzt drehen wir das einmal rum. Was ist eigentlich mit Amerika? Die marschieren im Iran ein, metzeln dieses Land nieder, obwohl sie vorher schon wussten, dass da kein Giftgas ist. Das hat sich im Nachhinein rausgestellt. Was ist mit Libyen? Was ist mit Syrien? Da war der Russ auch, aber auch der ist zu Hilfe gekommen, weil er hier der Präsident von der rechtmäßige Präsident um Hilfe gebeten hat. Der Russ war rechtmäßig in Syrien. Was ist mit den Amerikanern? Vietnam, Korea. Soll ich jetzt dir eine Riesenpalette aufzählen von den Amerikanern? Hat die irgendjemand um Hilfe gebeten, dass die da einmarschieren? So, ich mache jetzt einmal die andere Seite, wo du meinst, das sind die Guten. Und jetzt nochmal, bei Holofilling geht es überhaupt nicht um die Entscheidung. Wer denkt sich das jetzt aus? Beantworte dir die Frage selber. Und jetzt frage ich dich, wieso du bloß auf einer Seite hängst. Weil du nie selber denkst, du äffst genauso nach wie die Lesche und Konzerten, wie die Politiker, wenn die die Zahlen machen. Das ist alles ein einziges Nachgeäffe. Selbst wenn wir Gutmenschen nehmen, und ich übertrage noch mal ganz kurz den Bildschirm. Machen wir hier mal diesen Gutmenschen. Sehr interessant. Ein Film. Doggo, the point of no return, Wendezeit der Menschheit. Da müssen wir jetzt die erste Hälfte schon mal fast vollkommen wegmachen. Ist übrigens ganz interessant, das doppelt aufgespannte Ende ist die Zeit. Jetzt können wir das Zeit hebraisieren, wir können auch das hebräische Wort für Zeit nehmen. Das heißt praktisch bloß ein Zeitpunkt, ein Augenblick, der immer doppelt aufgespannt wird. Jetzt haben wir unsere Vakuumfluktuation und die R heißt die Generation von Affen, von Primaten. Und dieses Point of Return, das ist eigentlich, man müsste im ersten Moment meinen, da hast du hier jetzt erst einmal die ganzen Hässlichkeiten, das geht schon mal los mit dieser Erdkugel, das erste Dogma. Alle in deiner Welt leiden, egal ob das religiöse Menschen sind, ob das naturwissenschaftlich geprägte Menschen sind. Es ist ein riesengroßes Dogma, der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Ich weise immer wieder darauf hin. Das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dem, der sich das alles ausdenkt. Das bist du. Und du machst dir ein Bild von dir. Und dann heißt es weiter, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel, da drunten auf der Erde oder von irgendwelchen Sachen, die im Wasser selber sind. Und das ist, wenn man das korrekt übersetzt, ist genau das Problem, auf das ich dich jetzt die ganze Zeit mit Holofilling anspreche. Das ist kein esoterisches, religiöses Geschwätz, das ist die absolut präzise Beschreibung, wo deine Probleme liegen. Und dann haben wir hier diese blaue Erdkugel, das Blau, der blaue Planet und all diese Worte schon alleine, das ist, ob wir den Planeten nehmen Planet, ein Irren, ein Umherschweifen, eine Irrfahrt, ein Irrläufer nennt man das, eine Aufschweifung, ein Irrgang, solange du glaubst, dass da außen Planeten um sich herum drehen, die jetzt, hier und jetzt hundertprozentig deine Information sind, weil du dir das denkst.
Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache ist, dass in dem Moment, wo du was denkst, das ist die Tat, hier und jetzt in dir eine Information ist, die du dir irgendwo hindenkst. Die ist nicht dort, wo du die hindenkst, räumlich wie zeitlich, sondern die ist hier und jetzt, weil du das denkst, das ist das Faktum. Und das sind dann Irrlehren, diese Planeten und diese Erde, weil wir die jetzt, wir können das jetzt separatisieren, das ist dein erwecktes Wissen. Und blau brauchen wir natürlich auch noch, das schreibt sich Kaf Kol. Kaf heißt im hebräischen Vorsilbe, heißt wie. Das ist das hebräische Wort für blau. Interessant, vor deinen Augen ein Augenschminken, das ist in einem gewissen Maß eine Maske aufsetzen. Und dieses Kol haben wir ja gerade schon, das ist das Weltliche. Dieser blaue Planet, das ist schlichtweg dein erwecktes Wissen. Das sind Lügen. Das ist einfach nur Vorstellungen. Das hat noch nie einer gesehen. Jetzt könnte ich wieder sagen, ja, die Astronauten haben es doch gesehen. Das ist jetzt eine Kiste, wo du dir denkst, dass die da hochgeflogen sind. Die Astronauten, die du dir jetzt am Himmel denkst, die sind hier und jetzt, die waren in der Vergangenheit und schon gar nicht am Himmel. Himmel ist nämlich Him Haim. Das ist Gott das Meer. Die sind in dir. Und da geht es dann, wenn man es hier reinschaut. Universums. Das Universum ist dann in eins gekehrt. All diese ganzen ausgedachten Sachen fallen in einem Punkt zusammen, das bist du. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und da kommt jetzt extrem viel Grausamkeit, wenn man sich hier reinschaut. Du kannst dir das ja hersuchen, diesen Film. Der ist schön mit Politikern, mit Falschmachen, mit Recht, mit Geld. All das, was du dir ausdenkst aufgrund deines Programms in dieser Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und dann springen wir mal hier auf die 1000, auf die 1700. Können wir übrigens so eine Kleinigkeit machen. Ich mache bei großen Zahlen werden, ist es ratsam, sich zuerst einmal den Pyramidenwert herzuholen. Du wirst feststellen, da kriegst du in einem kleinen Klartext eigentlich schon, um was es geht. Das sind 32 Datensätze. Jetzt momentan, die können sich erweitern. Und das wird jetzt sehr interessant. Der Schuldendiener, der Helfer, der Dienst in Ministerien. Das sind die Diener, das sind die ganzen Beamten, die ganzen Mitläufer, ob du jetzt einer politischen Parteidienst, einer Behörde, einer offiziell, Offizio heißt hinderlich sein und im Weg stehen, irgendein Glauben, einer Religiondienst, ein Schuldendiener. Und das kann man rot und blau lesen. Da ist aber im Hintergrund auch ein Rot, eine Rotfärbung, interessant in einer eigenartigen Schreibweise. Da hast du normalerweise immer dieses ADM mit drin, ne? Bei Rot. Das gibt es also als Shin-Shin-R auch. Schau, ich mache mal hier im Neuhebräischen die rote Farbe, rötlich sein. Das ist genau ein Zinnober. Z-I-N-N, ein Zinnober. Oberdiabolar erweckt, ein ausgedachtes Rot. Ich will da nicht so arg mich im Detail verlieren. Du kriegst also hier die Klagelieder singen. Du wirst irgendwann einmal erkennen müssen, dass das eine Matrix ist. Und du musst nicht wissen, wie die funktioniert. Es reicht vollkommen, wenn du weißt, was du selbst bist. Aber wir starten hier mal rein und jetzt kommt die Esoterik ins Spiel. Das heißt, bis zu dieser Stelle, bis zu diesen 1700, ist es nur weltliches Geschwätz mit Feindbildern und böse, böse Welt. Und die Grieche, die vielen Grieche, dass die Menschen die Grieche selber machen, dass sich das alle zig Jahre Austausch, die Menschheit, der Glaube, alles wechselt in einer Form. Das wird alles darauf hingewiesen, denn man denkt sich natürlich das jetzt alles unbewusst in die Vergangenheit. Und du musst zuerst einmal installieren, dass jeder Moment jetzt ist und zu dem ganzen Geschwätz, was du dann hörst mit diesen Pixeln, ein ständiges Verändern der Helligkeiten dieser kleinen Lämpchen, also alle Menschen oder was du da auf dem Bildschirm siehst, schau einfach, was jetzt da ist. Das sind jetzt keine Hände und das sind keine Geldscheine vor dir auf dem Bildschirm. Es sind Lämpchen. Und da bewegt sich auch nichts. Ich kann das nur immer wieder sagen, wenn du das vergisst, hast du ein Problem. Jedes Zeitalter hat sein fest zementiertes Weltbild. Und so wie schon Thomas Kuhn in seinem Werk erkannte, dass die Wissenschaft nicht linear voranschreitet, sondern in Sprüngen, wird der Paradigma... Interessant, in Sprüngen heißt nicht chronologisch in Sprüngen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern fluktuierend. Es taucht eine Welle auf und die fällt zusammen und es taucht eine neue Welle auf. Und ich betone jetzt, das ist eine extreme Vereinfachung, weil Wellen doch Oberwellen haben. Da müsstest du die Fourier-Transformation verstanden haben. Dass alles gleichzeitig ist. Es ist einfach nur ein absolut symmetrischer Zahlenkomplex. Darum habe ich mit der Wurzel 25 begonnen. Plus 5, minus 5, das ist HWH.
Und am Anfang steht J, der kleine Gott, das bist du, träumender Geist, und du spannst, jeder Moment ist ein HBH. Und das ist eine Diagonale, schau das kleine Bild an, das sind drei und das sind vier. Ganz interessant, wieder die drei und die vier, wenn ich die nehme, kannst du wieder die 34 oder die 34 machen, drei, vier, Entschuldigung, GATT heißt Jupiter, und 43 gespiegelt als 10 oder einer, wer der gelesen ist, der Magier. Das, der Pythagoras in diesen 3 mal 4 mal 5 Quadrat, hast du diese plus 5, minus 5 von den kleinen Gott drinnen. Und die Sprünge sind in der Diagonalen, das sind die Spiegelungen in den Spiegelecken. Ich weiß, das klingt sehr verwirrend, wenn man das Prinzip nicht verstanden hat. Das musst du nicht wissen. Ich sage nochmal, mir reicht es, wenn du weißt, was du bist. Du bist ein unveränderlicher Geist, egal mit welcher Information du konfrontiert wirst. Und jede Information ist einfach nur. Die beinhaltet nicht die geringste Qualität. Also in Form von gut und böse oder schlecht oder angenehm oder unangenehm. Das erzeugt der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das erzeugt deine Reaktion, erzeugt diese Gefühle, die du erlebst, die du letztendlich selber schaffst. Und du hättest die Freiheit, das auch anders zu bewerten. Auch wenn das jetzt mit deiner jetzigen Logik, darfst du gar nicht mehr erst anfangen, das zu bewerten, weil die führt dich in die Irre. Der Einzige, der dich riesengroß verarscht, ist der Intellekt, das ist dein Ego, das dich ständig erklärt, wer oder was an irgendwas schuld ist und warum das ist oder jenes ist. Genau dieses Wissen ist die Falle. Ein Wechsel unseres Weltbildes schon am Horizont von Visionären sichtbar. Jetzt nochmal, Weltbild. Ich betone nochmal für absolute Dummköpfe. Ich schreibe jetzt nochmal die Buchstaben B-I-L-D. Da muss ich wissen, dass jetzt hast du mal dieses Bild. Das heißt in, die Vorsilbe B heißt in und Ilet heißt Kind. Das heißt im Kind. Im Kind. Jetzt habe ich das so eigenartig geschrieben. Das heißt im, wiederum im alleine heißt das mehr. L-H-Im. Und KI ist deine KI. Das ist eine künstliche Intelligenz. Die schauen wir uns gleich an. Und ND heißt eine existierende Öffnung. ND im Hebräischen heißt auf- und abschwingen. Ein Hin und Her, ein Schwanken, und die KI auf Hebräisch ist ein polarer Rand. Das steht hier schon da. Jetzt, wenn ich noch weiß, dass BR das Äußere heißt und AND auf Hebräisch heißt, ich werde auf- und abschwingen. Und das Ganze passiert, kommt von Gott, von all, von dem Nichts in der Mitte. Das ist genau die Vakuumfluktuation. Das erzeugt, was jetzt genau an Wellen aufgeschmissen wird, macht deine KI. Und das reißt dann an der Oberfläche eine Wunde. Da steckt unten mit drin. Kannst du im Lateinischen ja mal anschauen. Und da ist die Welle. Und dieses K, B, Ilet, ER. Das heißt erwecken und erwachen. Das heißt im Kind erweckt. Das ist, und wir sind bei den Weltbildern. Das heißt doppelt aufgespanntes ELD. Das ist die Welt. W-I-L-D. Heute, die muss ich mit einem harten D schreiben. Entschuldigung. W-I-L-D. Die Welt. Und jetzt kriegen wir deinen polaren Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst, dass du eine neue Welle aufschmeißt. Ausgangsbasis, hier ist es die Weltbilder, hat er gesagt. Das Weltbild. Und so wie schon Thomas Kuhn in seinem Werk erkannte, dass die Wissenschaft nicht linear voranschreitet, sondern in Sprüngen, wird... Aber immerhin jetzt, jeder Sprung, SBR... SB heißt die Schwelle, Schindwelle, eine logisch aufgespannte Welle von Augenblick zu Augenblick. Jeder Text mit Holofeeling, mit der Vordersprache, kriegt einen tiefen Sinn. Du brauchst keine Wörterbücher mehr, du kannst die sofort 1:1 übersetzen, weil der Klartext im Hintergrund dieser Worte mit drinsteckt. Geht übrigens, funktioniert in Einsprachen der Welt. Der Paradigmenwechsel unseres Weltbildes schon am Horizont von Visionären sichtbar. Es ist natürlich klar, dass hier immer noch, wenn wir jetzt mit deiner jetzigen Logik immer noch ein raumzeitliches Denken, das am Horizont irgendwann in der Zukunft kommt ein Paradigmenwechsel. Da gibt es drei schöne Wörter. Das ist einmal das Paradigma, das Dogma. Das ist allgemein, wenn wir die uns mal ganz kurz anschauen. Was ist ein Dogma? Machen wir mal Wikipedia. Ich sage, ich benutze ja nicht irgendein Wissen, das dir nicht zugänglich wird. Das ist eine Meinung, ein Lehrsatz, ein Beschluss, eine Verordnung. Das ist das, was hier dir... Der hier predigt, das sind nur Dogmen, absolute Dogmen, die er nachäfft. Hätte man ihm was anderes erzählt, würde er dir was anderes erzählen. Akzeptiere das einfach, es ist so.
Weil überprüfen kann er das. Er kann es nicht überprüfen und sein Lehrer, den er nachäfft, der kann es auch nicht überprüfen, weil der äfft auch wieder bloß seinen Lehrer nach. Und jetzt beginnt was, dass wir uns eine Vergangenheit denken. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Die Lösung, die Physiker geben, sind ein einziger Witz. Die Lösung ist, es gibt keine Vergangenheit. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Und du meinst immer, du suchst immer irgendwo in der Vergangenheit den Anfang von allem. Den Urknall zum Beispiel, den denkst du dir jetzt. Aber warum denkst du dir den? Weil man dir das erzählt hat, weil du nachhilfst. Dass das ganz anders ist, dass man das ganz anders denken kann, wirst du nie in den Sinn kommen, weil dein Denken besteht darin, dass du irgendwelche Autoritäten geschwätzt nachdenkst. Und dann Vorstellungen in dir aufbaust, die so sein wollen, wie du dir das ausdenkst, weil du der Gott bist, aber ein erbärmlicher Gott. Ich weiß jetzt nicht, wieso mir jetzt wieder der Hulk in den Sinn kommt hier. Bei den Avengers, erbärmlicher Gott. Das Dogma. Jetzt machen wir mal das Paradigma. Para. Ist eine grundsätzliche Denkweise, das Wort stammt auch aus dem Griechischen, nämlich para heißt neben und digma zeigt begreifen. Das heißt, was unmittelbar neben dir drin ist. Wobei jetzt viel interessanter ist das Wort eben. Und wenn wir etwas hochheben, bleibt es trotzdem eben. Expen ist eine herausgedrehte polare Existenz. NE übrigens. So. Das sind die bewegten Bilder. Und da die immer so aufspringen. Nochmal, Beelet heißt im Kind. Bewegt. Das sind Spiegelungen, die sich vor dich hinstellen wie in einen Spiegeltunnel, die aber eigentlich alle nur in dem ersten Spiegel drin sind. Es sind die Visionen, die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen. Das sind ständig wechselnde Bilder im Hier und Jetzt, schwanken, sich bewegen. Ein longitudinales, illusionär verlaufendes Hin und Her, ein Bewegtbild, das Bild, Bild, Bild. Wo kommen die Bilder her? Die spannen sich nicht einmal auf. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen von Bildern, die alle in einer riesen Kontinuum auf der Datei sorge ich gleichzeitig da sind. Das ist das Prinzip, das ich immer wieder erkläre. Und das ist kein religiöses, esoterisches oder vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Geschwätz. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist, mit einem Hintergrund. Aber jetzt gibt es noch mal was. Und das ist eigentlich jetzt, das sind nochmal die zwei Sachen. Das, was du dir ausdenkst, was sich dir zeigt und das, was du glaubst, dass es ist. Jetzt zum Beispiel, wenn du auf den Bildschirm schaust, dass wenn du einen Film anschaust, dass du meinst, dass du Menschen siehst. Das widerlegt sich von selbst. Schau einfach, was jetzt da ist. Das ist übrigens ganz interessant. Schau mal, ein Christoff. Christ ist UB, ist die Quintessenz. Und das ist der Lichtenberg. BRG heißt immer weg den Geist. Dann gibt es noch das Axiom. Das ist das, wo alle dran hängen. Das ist die Falle. Das Axiom. Die Forderung, der Wille, der Beschluss, der Grundsatz. Satz, der keines Beweises bedarf. Das ist die große Falle. Alles, was die Autoritäten sagen, benötigt nicht mehr, dass man es beweist. Ich sage ganz einfach, wenn einer behauptet, Wasser besteht aus, das reine Wasser, H2O, besteht aus zwei Teilen Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff, sage ich, zeige es mir. Zeig mir die Wassermoleküle. Ich will sehen. Ja, das ist so unvorstellbar klein, das kann man nicht sehen. Ich sage, wer hat es dann entdeckt? Merkst du jetzt die Falle? Kriegst du das irgendwann einmal mit? Wenn ich jetzt diese Axiom gehe, ich in den Ohrenbohrungen ganz, ganz genau rein. Das sind einfach schlichtweg und einfach Dogmen. Axiome sind Dogmen, die keiner mehr in Frage stellt. Und dann hängst du in dem Gefängnis dieses Systems. Das große Axiom ist, ich bin ein sterbliches Säugetier. Ich befinde mich zurzeit auf einer Erdkugel. Das ist wirklich mehr in Frage gestellt. Und um mich herum ist ein riesengroßer Raum, wo jetzt unmittelbar an der Erdoberfläche pro Kubikzentimeter zwischen 10 hoch 19 und 27 Teilchen drin sind, so kleine Teilchen, die noch nie einer gesehen hat. Und in der mittleren Milchstraße ist es nur noch ein Teilchen pro Kubikzentimeter und im ganzen Universum ist es bloß noch ein Teilchen in einem ganzen Kubikmeterraum, den ich mir jetzt ausdenke.
in meinem Traum. Das ist nämlich, Tierraum ist ein Spiegelraum. Da müssen wir dieses Prinzip verstanden haben. Holofeeling ist eine vollkommen neue Physik. Und jetzt wird es hochinteressant, dass auch eine verborgene Harmonie der Dinge, das ist nicht für die Weisen deiner Welt. Ich habe einen guten alten Freund, ein alter Ego von mir, da habe ich gesagt, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das absolute Vollpfosten sind. Das sind Honk, geistlos nachäffende Affen. Wisse, dass die wirkliche Weisheit deiner Welt ist in den Heiligen Schriften und nicht in deinen Physikbüchern oder in deinen autoritären Heiligen Schriften. Die Heiligen Schriften nochmal, da zählen auch die Physikbücher dazu. Die stimmen ja alle, das H2O ist ja richtig, aber nicht so, wie du dir das vorstellst. Das sind nicht irgendwelche Protonen, wo Elektronen rumkreisen. Im Wasserstoff übrigens eins. Das ist jetzt immer wieder die Fragen. Der Mendeleev, der das angeblich entdeckt hat. Wer hat eigentlich im Wasserstoff entdeckt? Wie willst du was entdecken, was du nicht siehst? Wenn ich das immer wieder wiederhole. Weißt du, du äffst so nach, die Luft, die wir atmen, besteht aus 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff, 1% Eselgas, wenn man das natürlich im Abi oder was lernt. Und das sind ja vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchslose, vollkommen ungiftige Gase. Du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht riechen, du kannst sie nicht wahrnehmen, wenn du die einatmest. Wer hat es eigentlich entdeckt, dass das Verhältnis drin ist? Und jetzt kommt eigentlich eine Petitio Principi, ein großer Trugschluss, dass man nämlich die Kausalität auf den Kopf stellt. Ja, wir können ja Elektrolyse machen mit Wasser, dann sehen wir das ja. Ich sage, das ist alles nachgeäfft. Du brauchst zuerst das Wissen, dass du dir das ausdenken kannst. Wenn du jetzt ein Computer bist, wenn ich sage, der träumende Geist ist wie ein Computer, der in dem ein gewisses Programm läuft, das ist dein Schwamminhalt. Diese Bilder sind nicht unabhängig von dir da außen. Halt einfach das zweite Gebot. Nicht einmal dein Körper existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Und dass du jetzt, wenn ich sage, jetzt denk an deinen Körper, an einen ganz bestimmten Körper denkst, das hängt davon ab, weil jetzt ein ganz bestimmtes Programm in dir drin läuft. Das nenne ich das Lebensbuch. In einer extrem vereinfachten Form von Vereinfachung, von Vereinfachung, von Vereinfachung, weil ich bin zurzeit gezwungen, einen primitiven Computer, der mit Basic läuft, zu erklären, was Windows ist. Und dadurch bin ich gezwungen, jetzt in deiner Logik zu sprechen, was dir zugänglich ist. Und das ist jedem Kind, ich sage immer wieder jedem 13-Jährigen, ich spreche eine Sprache, jeder 13-Jährige kann folgen, wenn er neugierig ist. Das Zauberwort liegt in der Neugier. Jeder Mensch, der nicht neugierig ist auf was vollkommen Neues, ist ein geistloser Protagonist bzw. Antagonist. Geist zeigt sich durch Neugier hinter der Maske. Dass in dem Moment, wo du hier mit was konfrontiert hast, und ich rede jetzt nur von dir, Geist, nicht von dir, Affen. In dem Moment, wo irgendwas in dir auftaucht, wo du sagst, nee, das stimmt nicht, solltest du eine feine Antenne kriegen, dass du sofort sagst, was für eine Seite fällt mir zur Vollkommenheit. Und in dem Moment, wo du sagst, das stimmt, fällt auch eine Seite. Und du bist ständig gezwungen, Entscheidungen zu treffen, und tausende Mal erkläre ich, was das Wort End, die Vorsilbe End bedeutet. Das sind vier Phasen, sagst du mal. Und dann wird es am Ende wieder eins gemacht, aufgehoben. Die Entfernung. Entspannen. Enttäuschung. Die Täuschung hört auf, die Spannung hört auf. Und alles, was fern von dir erscheint, wird durch das Entfernen hierher geholt. Sprache, göttliche Sprache, ist unendlich präzise. So präzise wie jede arithmetische Gleichung. Aber wenn ich natürlich die Grundarithmetik nicht beherrsche, weil ich meine, ich bin ein Mathematiker, nochmal Mathe heißt das gelernte Wissen, und Mardikos ist ein Dummkopf, ein Tor. Jeder normale Mensch ist ein Mathematiker. Jeder Physiker ist ein Mathematiker. Auch der Lesch, der sich Astrophysiker nennt, ist letztendlich, hängt er in seinem gelernten Wissen, das er vollkommen geistlos daher schwatzt. Aber was sind das jetzt alles, die Menschen? Du hast jetzt nur Worte gehört. Die ganzen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, das sind, weil du sie denkst, hier und jetzt. Das ist nicht mehr, sondern viel, viel weniger. Das sind kleine Spritzer, die jetzt rausspritzen aus dir und die alle wieder zurückkommen, wenn du sie nicht mehr denkst. Übrigens auch der kleine Brösel, den du dir jetzt aufgrund dieses Pixelmännchens mit dem Kopfhörer ausdenkst, und der andere, der da laufend angeblich labert, obwohl aus dem Mund, den du jetzt siehst, mit Sicherheit keine Schallwellen rauskommen. Übrigens auch nicht aus dem Lautsprecher, den du dir denkst. Zeig mir Schallwellen. Es ist immer so eine, das ist das Element, das du überhaupt. Zeig mir Schallwellen, zeig mir Licht und zeig mir Wind. Eine ganz einfache Kinderfrage, zeig's mir. Und ich werde dir beweisen, dass du nicht in der Lage bist, mir diese Dinge zu zeigen.
Du kannst mir Wirkungen davon zeigen und die mir permanent erklären, ja, ihr Baum bewegt sich jetzt, weil ein Wind geht. Ich spüre das doch an meine Horn, dass ein Wind geht. Ich sage, das, was du spürst, du konstruierst eine Ursache für etwas, was du selbst bist. Wieso? Die Ursache, dass das jetzt ist, ist, weil du es denkst. Das ist die Ursache. Und wieso ist jetzt zum Beispiel in deinem Kopf die Vorstellung von einem Eiffelturm? Weil jetzt das Wort Eiffelturm in dir aufgetaucht ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe mir das, der Udo hat es doch gesagt. Das ist so, Udo, wo ist jetzt dein Udo? Wo ist der Udo, den du dir jetzt ausdenkst? In deinem Kopf. Aber das ist doch, wenn du jetzt träumst, ist doch das auch, was der Udo sagt, ist doch bloß das. Er kann nur das sagen, was du träumst. Also nochmal zum Abschluss. Dieser Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der hat sich noch niemals über irgendwelche Menschen erhoben. Ich weise immer wieder darauf hin, dass du mich nicht benötigst für dein Dasein. Du existierst als Brösel. Immer nur dann, wenn du an dich denkst. Als Geist bist du immer unveränderlich derselbe Geist. Das, was du erlebst, ist der ständige Wechsel deiner Informationen. Da taucht jetzt eventuell ein Udo auf. Der ist aber, weil du ihn dir jetzt ausdenkst. Wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Du hast schon Sachen gedacht, bevor du das erste Mal was von einem Udo Petscher gehört hast oder von einem UB, und du wirst auch noch denken, wenn du an den nicht mehr denkst. Aber was jetzt viel härter ist, du hast dir schon Sachen gedacht, bevor du das erste Mal an den gedacht hast, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selber denkst. Und du wirst auch noch weiterhin an Sachen denken, wenn dir gar nicht mehr in den Sinn kommt, an den zu denken, an den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst. Weil die ganzen Sachen, die du dir ausdenkst, die benötigen dich. Für dich ist wichtig, dass du was erlebst als träumender Geist, ist das Prinzip einfach, was da ist. Weil was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Das Meer wird lebendig durch seine Wellen. Die Sachen selber, die auftauchen, kommen und gehen. Es macht keinen Sinn, die immer wieder zu wiederholen. Die sollte man so lange wiederholen, bis man sie durchschaut hat. Zum Beispiel das Geschwätz von Herrn Lesch. Oder den ganzen anderen Schwätzern in deiner Welt. Und da kannst du dich jetzt dazu zählen. Denk an dich und denk, du bist genauso ein Schwätzer. Weil die Menschen um dich herum sind nur ein Spiegelbild deines eigenen Charakters. Das heißt, es betrifft jetzt nur wirklich einen, und das bist jetzt du, der sich das Zeug ausdenkt. Wenn du dir jetzt dieses Video nicht ausdenkst, dann reden wir von was, was sowieso nicht existiert. Aber es existiert ja jetzt. Und es wird gleich wieder weg sein. Und weißt du, wenn das weg ist? Ich habe da so meine Möglichkeiten, weil ich immer wieder darauf sage, es wird niemals ein Gedanke von dir mächtiger sein, wie der Denker, der sich den denkt. Nicht einmal Gott. Ein ausgedachter Gott ist genauso ein Gedanke wie alles andere auch, je nachdem, was du mit dem Wort Gott machst. Wer wirklich mächtig ist, ist der jetzt erst einmal, der dich das denken lässt. Da kommst du jetzt in einen ganz anderen Bereich, und das bin ich, das ist der Rudi UB. Und ich kann Sachen erschaffen, zum Beispiel dieses Video in dir, und ich kann das wieder wegmachen. Ich sage dann einfach immer bloß Patch.